Servus, in dem Video möchte ich dir einen grundlegenden Tipp geben, wie du dein Network Marketing Business extrem auf Erfolg pullen kannst, extrem nach vorn bringen kannst. Und zwar stell dir mal die Frage: Bist du Bittsteller oder bist du Bieter? Bist du die niedrigste Karten im Deck oder bist du der, wo die Karten mischt? Das ist also eine Mindset-Geschichte und extrem wichtig grundsätzlich. Egal, ob du Produkte verkaufen möchtest oder ob du deine Business-Möglichkeit weiterempfehlen möchtest. So, bei den Produkten, glaube ich, ist wichtig, aber noch wichtiger ist beim Partneraufbau. Weil Produkte nimmt dir jemand, wo die kennt, einfach ab, weil du bist. Aber wenn du Team aufbauen möchtest, wenn du Leute für deine Geschäftsmöglichkeit, für deine Vision gewinnen möchtest, musst du Folgendes schaffen, und zwar, dass du der Bieter bist. Da, weil Menschen folgen dir, es läuft alles unterbewusst ab, nur wenn sie glauben, dass du ihnen das geben kannst, was sie suchen. Die fallen keinem. Das ist so ein Urding, so ein Neandertaler-Ding. Die fallen keinem vor einem letzten Rudelführer, der wo keine Stärke ausstrahlt. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass du dich mit Network Marketing befasst. Habe ich auch ein geiles Video auf dem Kanal. Wieso Network Marketing gut ist, seriös ist und kein Schneeballsystem oder irgend so krass ist. Dass du dir die Company richtig aussorgst. Habe ich auch ein Video in dem Kanal. Dass du dir auscheckst, sind deine Produkte wirklich so gut? Und dass du weißt, du bist einzigartig und du bist perfekt. Wenn du das hast und wenn du ein großes Ziel hast und ein gutes Mindset hast, dann bist du nämlich der Bieter. Und dir muss von vornherein klar sein, dass nicht jeder auf Anhieb mitmachen möchte. Bei mir haben teilweise meine besten Freunde, wo ich habe länger hinhören müssen, bis die mitgemacht haben. Aber nicht nach dem Motto, oh, bitte mach bei mir mit. Nein, sondern ich habe gesagt, hey, Alter, ich will, dass du bei mir mitmachst. Ich möchte mit dir richtig was groß aufbauen. Und ich lasse dich sowieso nicht in Ruhe, bis du endlich Eier hast und bei mir mitmachst. Ich bin da der Bieter. Schon bin ich hinterher gewesen, aber nicht, weil da macht keiner mit bei so einem Rehrbeutel. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das so verstehst, was ist. Und zwar, es ist die größte Chance, wenn du dir das Unternehmen richtig ausgesucht hast, wenn du richtig eingestellt bist. Und es ist wurscht, ob du gerade angefangen hast oder schon lange dabei bist. Du hast eine Chance zum Vergehen. Und der, wo es nicht kapiert, dass du da groß aufbauen wirst, der, es ist nicht dein Problem, es ist sein Problem. Und viele Leute fangen auch nicht gleich am Anfang an, sondern es sind die typischen Beobachter. Jetzt schauen wir erst einmal, was bei ihm oder bei ihr so funktioniert und dann können wir immer noch mitmachen, ja, wenn die Messe schon gelesen ist. Und von dem her, sei souverän, sei stark und sei dir dessen ganz, ganz klar bewusst, wenn du in ein Gespräch reingehst, sagst du, Herz Idiote schon, ich bin der Chancengeber, ich hab da was zum Vergeben. Wenn der andere bei klarem Verstand ist und willens ist, sein Leben zum Verändern, ist er eh dabei. Und wenn nicht, ist er nicht der Richtige für mein Team. Fertig. Du bist der, der was zum Bieten hat. Und gerade am Anfang sehe ich es häufig, dass die Leute, sie denken, ja, da muss jetzt irgendwelche Leute voll labern. Nein, gar nicht. Habe ich auch ein gutes Video auf dem Kanal. Es geht darum, Menschen einzuladen, es sich einfach mal anzuschauen. Produkte und Business. Für den einen ist was, für den anderen ist nichts. Fertig. Aber wenn du in ein Gespräch reingehst, es gewinnt in einem Gespräch meistens der, der die höhere Energie hat. Und wenn du selbst Zweifel noch hast, beschäftig dich ein bisschen mit dem, leg dich nieder, besinn dich, sei einfach ein Kämpfer, sei einfach stark und die Leute werden dir folgen. Und so ein Gewinner-Mindset oder so ein sicheres Auftreten kriegt man auch nicht von heute auf morgen. Manche sind damit geboren, sagt man, absoluter Bullshit. Jeder eignet sich so. Wir werden alle gleich geboren als kleine Kinder. Es ist einfach eine Einstellungssache. Und du wirst sehen, wenn du dich da veränderst, und nicht denkst, ah, jetzt muss ich schon wieder mit einem reden, jetzt muss ich das schon wieder jemand voll labern. Nein, sondern sagst, hey, das ist dem sein scheiß Glück, dass er mich heute treffen darf, dass er mir heute begegnet, dass ich ihm die Geschäftsmöglichkeit vorstelle. Und wenn er bei klarem Verstand ist, nimm das um, wir werden gemeinsam erfolgreich. Das ist so den Status, was du kriegen musst, ja. Du musst einfach der Chancengeber sein. Und dann wirst du automatisch ein anderes Drehen, eine andere Körperspannung haben und nicht mehr so, bitte, war schon gut. Da macht keiner mit bei dir. Sei dir dessen bewusst und du wirst sehen, dass sie in kurzer Zeit, wenn du das für die Mindset-Shift machst, einen Gang aufgeschaltet, dass sie dir alles verändert. Weil die Leute spüren das. Du bist am Telefon, selbst wenn du den gleichen Text sagst. Wenn du eine andere Grundeinstellung hast, dann hören die nur ein Lieder am anderen Ende. Und wenn du mit dem denkst, dann hören die einfach nur ein Rehrbeutel. Und ich hoffe, dass das gut rübergekommen ist und es ist sau wichtig, dass du das magst. Du bist der, wo Chancen zum Vergeben hat. Ja, ich darf mich wie immer freuen über euren Support. Haut mir einen Daumen rauf, schreibt es drunter rein.
Mir interessiert auch das, es ist nicht immer so, man muss nicht nur immer reinschreiben, ja, ich bin der Allergeilste, sondern man kann mal reinschreiben, du, bei mir war es ewig nicht so und dann habe ich geschafft, dass ich das mache. Gebt die Leute in die Kommentare ermutigt, wo das sagen, ja? Lasst uns da eine starke Community sein, lasst uns das Business nach vorn bringen, die Geschäftsmöglichkeit und jeden Einzelnen, wo Teil von der Community ist. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Schaut mal rein, ich habe das Webinar unten verlinkt und ein paar andere Schmankerl. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.